einem kleinen Video, in dem ich mal zeigen möchte, weil das so oft drüber gesprochen wird und so viel Fragen immer wieder darum kommen und natürlich viele erfahrene Spieler geben einem da Tipps und sagen, so musst du und so darfst du nicht und andere sagen wieder so. Und also man kann das schon genauer darstellen und genauer sagen, als es oftmals bisher geschehen ist. Und natürlich maße ich mir an, das auch aufzeigen zu können und dafür hier Belege zu liefern, dass es halt Ungesagtes gibt, was aber relevant ist. Und dass wir natürlich trotzdem auf das vorherige Video, das ich aufgezeichnet habe, dass wir also unser Profil zunächst mal zeichnen müssten, um deutlich zu machen, was wir eigentlich vorhaben, für einen Plan haben. Und wenn die Antworten von Profis immer kommen oder möchte gern, ich weiß nicht, wen ich jetzt immer als Profi und die so gerne sein würden und so. Aber wenn man das immer unter dem Aspekt sieht, wir gewinnen und wir sind professionell und so, dann, wie gesagt, tauchen ein bisschen andere Antworten auf, die aber eigentlich... wenn man sich diesen Deckmantel über und sagt, ja, na, weil ich ja gewinnen will und ich bin ja ein Longtime-Winner und sonst was, da muss ich natürlich das so und so machen. Naja, dann ist vielleicht auch gelegentlich ein bisschen dick aufgetragen, aber ich will da auch niemandem zu nahe treten. Dann haben sie halt alle recht, aber wir müssen trotzdem uns irgendwo auch ein bisschen an dem Standardspieler orientieren. Und da kommen natürlich auch die Fragen, sagen wir mal ruhig, und dann will man da auch mal einfach Aufklärung haben. Und vielleicht dann eben aus in gewisser Weise objektiver Sicht oder so. Und diese Demonstration, also die ich jetzt gemacht habe, es ist vergleicht jetzt nur mal Kombi und Einzelwette. Und wie ich es gemacht habe, zeige ich euch hier schnell mal, indem ich also quasi hier eine Quote erzeugt habe. Die habe ich einfach mit einer Zufallszahl sogar erzeugt. Und wir wissen alle, also... Wir wissen natürlich, kleine Quoten, hohe Wahrscheinlichkeit, hohe Quoten, kleine Wahrscheinlichkeit. Klar, das Prinzip ist natürlich Kehrwert durch die Kehrwertfunktion in der Mathematik gegeben. Das heißt also, der Kehrwert von diesen 1,60 steht hier, beziehungsweise von den 1,15 steht hier. Und hier ist jetzt, sind Annahmen drum. Also wir gehen von einer als Abschätzung von dieser Wahrscheinlichkeit aus. Und das ist eben quasi, wenn man eine 1,60 bekommt, dann wissen wir nicht genau, welche Wahrscheinlichkeit dahinter steckt, aber wir können ausgehen davon, dass der Anbieter natürlich sich einen Vorteil ausrechnet, dass es also weniger als 62,5% hat, dass er also häufiger gewinnt, als er, weniger auszahlen muss, als er kassiert. Und natürlich wissen wir das nicht genau, beziehungsweise suchen wir die Fehler. Insofern suchen wir also nach Spielen oder Quoten, wo wir eine 1,60 bekommen, wo die Eintrittswahrscheinlichkeit höher ist als diese Kehrwert dessen, also höher als 62,5%. Und das habe ich eben hier in diesen drei Spalten mal dargestellt, indem ich also quasi nur Annahmen getroffen habe, dass der Vorteilsspieler halt, der eben gut spielt, dass der eben regelmäßig jetzt günstige Quoten auswählt, der Nachteilsspieler hat eben den kleinen Nachteil, den eben, vermutlich halt im Prinzip natürlich jeder hat, aber wir versuchen ja bessere zu finden. Aber sagen wir mal, das jetzt als Grundannahmen. Man sieht jetzt aber auch hier, also, und der Pari-Spieler, der spielt genau zu dieser Wahrscheinlichkeit. Und wir haben das gleiche Ereignis, insofern sind diese Annahmen natürlich, also wenn ich jetzt eine Simulation mache, dann muss man noch ein paar Dinge weiterhin beachten, aber wir schauen gleich mal, was da rauskommt. Aber die fairen Quoten sind auch hier dargestellt, dann nochmal der Kehrwert davon. Beim Pari-Spieler ist es natürlich genau die gleiche Zahl wie diese, aber in den anderen beiden schwankt es halt zwischen 1,52 und 1,68. Oder wenn man es auf Wahrscheinlichkeiten nimmt, dann haben wir ja gerade mal eine Abweichung von 6%. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, auch jetzt ein Fußballspiel oder irgendein Ereignis zu beobachten und zu sagen, nee, da habe ich recht gehabt mit den 59 oder da hast du recht gehabt mit den 65. Man hat am Ende nur es gekommen oder nicht. Und dann kann man sich da schwerlich drüber streiten, wer da nun die bessere Wahrscheinlichkeitsabschätzung. Natürlich ist es wahrscheinlicher, dass der eben recht hatte, der die höhere Wahrscheinlichkeit angenommen hat, wenn es gekommen ist. Ne? Aber wenn es nicht gekommen ist, kann der ja auch schlecht triumphieren oder so. Ne? Aber wie gesagt, das sind also jetzt so ein bisschen Grundannahmen, dass wir von einer Quote ausgehen und dass die Ereignisse trotzdem jetzt unabhängig voneinander stattfinden. Also sozusagen ist es eine 1,60, aber nicht das gleiche Spiel, was stattfindet, sonst hätten wir den Ausgang, müssten wir den einmalig
nur bestimmen und dann wäre ein anderes Ergebnis in der Simulation. Also ich simuliere für jeden jetzt einzeln. Und das mache ich mit Hilfe dieser Zufallszahlen hier, indem ich einfach Zufallszahlen erzeuge. Und dann kommt eben manchmal raus, der hat gewonnen, der hat verloren, der hat, ja, die haben zwei verloren, einer hat gewonnen und so weiter. Und wir können das gleich auch in der Praxis nochmal durchführen. Also sprich, ich werde gleich die Simulation nochmal auslösen. Und dann läuft das noch durch. Wir können es auch 10-mal machen oder so. Und dann sehen wir ein paar Ergebnisse. Aber hier wollte ich noch zeigen kurz, dass das hier die Ergebnisse sind. Jetzt haben halt die beiden verloren. Der hat gewonnen. Der hat zu seiner Quote, die Quote ist für alle gleich. Und dann wird es eben hier aufaddiert. Dann sieht man eben hier, was rauskommt. Natürlich sollte der Vorteilsspieler jetzt nach Möglichkeit irgendwann ins Plus kommen. Der Nachteilsspieler ins Minus. Aber das wissen wir halt natürlich nicht, weil die Ereignisse halt jetzt immer noch unabhängig voneinander simuliert werden. Die Quote ist 1,60. Es sind aber quasi zwei verschiedene Spiele, die stattfinden zur gleichen Quote, auch mit den verschiedenen Einsatzhöhen. Einsatzhöhen, Wahrscheinlichkeiten natürlich. So, und hier habe ich jetzt das als Einzelwetten, hier habe ich mich vertippt, okay, und Umsatz zum Kombiwetten. Und bei der Kombiwette wird es halt alle fünf Spiele, ich habe es jetzt mal einfach angenommen, dass man immer Fünfer-Kombis macht auf die und das sind jetzt alle Spalten, die ich hier mitführe. Also wir machen das Umsatzsumme als Einzelwetten, Umsatzsumme als Kombiwetten, dass man also jedes Spiel einzeln spielen, jeder Spieler mit den genannten Bedingungen und dass eben die auch mal als Kombiwette durchgespielt werden. Dann spielen sie eben nur alle fünf Spiele eine Einheit. Und dann gucken wir halt, ob sie alle fünf getroffen haben. Ne? Und dann sehen wir halt hier am Ende, also hier entwickeln sich jetzt Summen einfach von den sowohl Einsätzen als auch von den Ergebnissen und dann gucken wir ganz am Schluss, was rauskommt und jetzt haben wir halt hier irgendein Ergebnis und das können wir halt nochmal dann anstoßen und das mache ich meist, indem ich irgendein Feld hier verändere. Aber jetzt sehen wir hier zum Beispiel, das habe ich hier für ein Diagramm jetzt eingefügt, also warum wird es nicht sichtbar? Ah, okay. Hier sehen wir jetzt also diese Entwicklung der drei Spieler. Hier ist es auf die Kombiwetten. Und hier sehen wir halt, dass es eben immer diese konstanten Entwicklungen nach unten gibt. Wie ich schon mal sagte, dass man durch die Kombis halt so ein bisschen höhere Swings induziert, weil eben dann geht es praktisch eine Weile lang Trepp ab und dann kommt halt mal ein so ein Ausschlag nach oben. Ne? Und beim Vorteilsspieler sieht man dann eben, dass er auch nach 491, nach 561, 564 Spielen ist er bei minus 23, nach 591 ist er immer noch bei minus 12, aber irgendwann kommt er halt ins Plus, obwohl das jetzt kann ich nicht versprechen, dass es immer so ist. Der Nachteilspieler hat hier das schlechteste Ergebnis erzielt, der Pari-Spieler ist hier im Minus. Das sieht man also auch, wo es ihm eigentlich nicht zusteht. Der verliert 66 Einheiten, obwohl er nicht verlieren müsste. Und jetzt schauen wir nochmal, was hier noch passieren kann, was ich hier noch für eine Grafik angelegt habe, beziehungsweise also auf die Einzelwetten, wo wir das ja auch noch gucken. Und da sehen wir halt, dass es auf Einzelwetten jetzt natürlich ähnlich verläuft, dass der eben jetzt nach vorne, aber eben mit den, sagen wir mal, abgeflachten Zacken, weil es eben, also es geht dann zwar auch eine Weile lang mal nach oben, dann geht es auch mal wieder nach unten, aber es geht eben, bei jedem Spiel gibt es ein Ergebnis, zackt es halt so ein bisschen. Ne? Und hier geht halt der Nachteilsspieler deutlich ins Minus, aber auch der Pari-Spieler landet hier bei einem Minus. Und das ist halt jetzt ein Durchlauf. Hier habe ich das nochmal in Prozent dargestellt. Hier hat er 3,39% hat der eine gewonnen, der Nachteilsspieler hat 11,97%, der hat zu viel verloren. Der Pari-Spieler hat auch verloren, was er nicht sollte. Und hier sehen wir das gleiche auf Kombiwetten. Und hier sieht man halt, dass der einen höheren Profit rausgeholt hat, im Sinne von halt einen höheren Prozentsatz, weil er eben auch andere Umsätze macht. Da muss man sich eben auch noch entscheiden, weil das oftmals nicht gesagt ist, inwieweit jetzt welche Umsatzhöhen spielen wir denn? Und spielen wir jetzt, wenn wir, spielen wir jedes Spiel mit 10 Euro, dann haben wir 5 Spiele, haben wir 50 Euro, oder spielen wir alle 5 eine Kombi mit 10 Euro? Das habe ich halt hier angenommen, dass man dann eben auch ein Fünftel des Umsatzes hat. Also das ist sozusagen, da muss man sich eben auch nochmal ein paar Fragen stellen, wie es eigentlich gemeint ist, was sich da besser. So, ich mache jetzt hier oft immer irgendeinen Unsinn, jetzt kommt eine neue Simulation, jetzt läuft das alles nochmal durch, er updatet alles, der hat jetzt 5,63%, der hat minus 8,23%, der hat 3,06 und auf die Kombis hat der eben deutlich mehr gewonnen und der hat deutlich mehr verloren und der hat hier sogar gewonnen, obwohl er hier verloren hat. Also hier sieht man, dass es also dann beim Pari-Spieler quasi zufällig sich mal so und mal so ein bisschen ergeben kann und dass man eben
dass man da eben Glück und Pech sozusagen so eine Faktoren da halt eine Rolle spielen. Wenn man eben Kombis spielt gegenüber Einzelwetten, dann kann es eben mal passieren, dass es eine Weile lang gut geht oder dass man einfach mal zwei, dreimal trifft und dann eben, naja, also da gibt es eben jetzt einfach noch ein kleines Glückselement, was damit reinkommt. Ne? So, jetzt müsste ich das nochmal machen und dann sehen wir das. Vielleicht noch ein Ergebnis. Jetzt hat er schon neu gemacht. Jetzt sollte ich es nicht nochmal auslösen, sondern jetzt mache ich es gleich nochmal. Der hat 6,7% gewonnen auf Einzelwetten. Der hat 2,6% verloren. Hat wenig verloren, obwohl er, also ich habe den Vorteil so ungefähr auf 5% gesetzt, wobei ich einfach nur eine kleine einen Booster halt drauf gemultipliziert habe. Und der hat auf Kombiwetten hat er 32,55% und der hat minus 0,8, hat also hier sogar Glück gehabt in dem Falle. Der hat eher Pech gehabt. Ja, wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten jetzt, wie es ausgehen kann. Wir haben beim einen Vorteil, beim anderen Nachteil, beim dritten haben wir Pari als Annahme. Da sieht man also auch, dass der sogar schlechter abschneiden kann als der durch das kleine Glückselement. Wie gesagt, hier sind es ja auch bloß 200 Kombiwetten, die der Mann abgegeben hat. Da kann eben einiges passieren. Was ich deutlich machen will, ist natürlich die Überlegung, ich weiß nicht, wo ich das hier eingetippt hatte, jetzt finde ich das gerade nicht. Jetzt machen wir es noch einmal. Der gewinnt wieder 4,75. Wir müssen auch wissen, dass wir hier Pseudo-Zufallszahlen und dass wir hier sozusagen auch wieder doch so ein bisschen Mathematiker-typisch, dass wir von idealen Bedingungen ausgehen, sodass eben die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich genau so alle sind und sich dann auch so realisieren. In der Wirklichkeit sieht das alles natürlich ein bisschen anders aus, aber es ist ja auch nur eine Demo. Was ich bloß zeigen wollte, ist definitiv, dass es sich für den Spieler lohnt, der einen Vorteil hat. Und in den meisten Fällen werden wir sehen, dass also der einen Nachteil hat, mehr verliert, wenn er das als Kombiwetten macht. Und der einen Vorteil hat, der verbessert seinen Vorteil. Und das ist halt sozusagen die Antwort, die richtige Antwort auf die oft gestellte Fragen, was ist besser, Kombi oder Einzelwetten. Wenn du einen Vorteil hast, musst du kombinieren. Dann kannst du deinen Vorteil erhöhen. Dann setzt du dich einem gewissen höheren Swing aus, was du vielleicht nicht möchtest, oder gewissen Unwägbarkeiten. Also wie soll ich sagen, außerdem wissen wir das ja nicht ganz genau. Aber wenn du prinzipiell einen Vorteil hast, ist es besser zu kombinieren. Du realisierst deinen Vorteil in einem höheren Prozentsatz. Der höhere Prozentsatz muss jetzt hier nicht absolut ein höherer Wert sein, obwohl es hier der Fall ist, sondern er ist prozentual ein höherer Wert, weil wir hier noch nicht uns geeinigt haben, wie wir Umsätze zählen wollen. Der hat halt eine Fünftel nur umgesetzt, hat trotzdem insgesamt mehr gewonnen. Also, aber er hat eben jetzt auch, wie gesagt, nur viel weniger Umsatz gemacht. Also hat trotzdem dann insgesamt sogar mehr gewonnen. Aber das ist jetzt auch vielleicht nur ein zufälliger Ausgang. Wenn ich es nochmal mache, kommt was anderes raus. Aber hier sehen wir, kommt wieder das raus. Auch mit dem bestätigt, dass er sogar mehr gewinnt. Er hat nur 200 umgesetzt, hat trotzdem 39 Einheiten gewonnen. Er hat beim anderen 1000 umgesetzt, 34,9 Einheiten gewonnen und so weiter. Und das heißt also, da gibt es viele Möglichkeiten, aber letztendlich realisiert sich der Vorteil besser, wenn man kombiniert. Und das ist natürlich ein mathematisches Gesetz dahinter, was eben heißt, einfach nur deine Prozente multiplizieren sich nach oben. Wenn du 103% oder 105% zurück bekommst, dann kannst du das immer raufmultiplizieren, dann geht der Wert halt immer höher als gegenüber dem, wenn du es als Einzelwetten spielst. So, damit möchte ich auch das einfach schließen und hoffe natürlich viel Spaß und schaut wieder rein auf meinem Kanal. Ich mache jetzt regelmäßig wieder solche Videos und wir sehen uns.